Hi Leute, das Video heute richtet sich an alle Jammerler, an jeden, der gerne mal jammert oder anderen beim Jammern zuhört. Ihr kennt es bestimmt, anderen ständig am Jammern, ihr natürlich nie. Ich bin auch manchmal am Jammern. Neulich habe ich nämlich über die ganzen Leute rumgejammert, die ständig am Jammern sind, anstatt einfach was an der Situation zu ändern. Das ist mir nämlich so aufgefallen. Und das ist nämlich der Punkt. Es bringt nichts zu jammern. Es bringt nichts, sich über was aufzuregen. Was nicht heißt, dass man alles hinnimmt, wie es ist. Ganz im Gegenteil. Man kümmert sich. Wenn einem was nicht passt, dann regt man sich nicht drüber auf, sondern man kümmert sich drum. Man verändert das, was man verändern kann. Weil das Jammern verändert nichts, rein gar nichts an der Situation. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Gerade in Deutschland, da ist ja so ein riesiges Jammerfeld. Und ja, ich habe den Satz auch, das erste Mal habe ich das gelesen bei Rüdiger Dahlke in dem Buch, ja, ich habe es auch hier, habe es mir extra rausgesucht, hier in dem Buch Schicksalsgesetze von Rüdiger Dahlke. Auch ein sehr gutes Buch, kann ich auch jedem empfehlen, wirklich sehr interessant. Und ich verlinke es auch mal drunter, wenn ich dran denke. Und er hat hier geschrieben, je weniger jemand jammert, desto mehr hat er begriffen. Und ja, das ist wirklich so. Wenn man jammert, umso mehr man jammert, umso weniger hat man wirklich begriffen. Das Jammern bringt gar nichts. Das Jammern verändert die Situation nicht. Es muss dir jeden Moment bewusst sein. Ich vergesse es auch noch manchmal so. Aber meistens mittlerweile ist es mir bewusst. Und es kommt immer seltener vor. Und dann ist es ein schöner Moment, wenn ich merke, achtsam bin in dem Moment und dann merke, hey, was rege ich mich eigentlich auf? Ich mache es einfach anders. Ich ändere meinen Anteil so. Wenn mir eine Situation nicht passt, dann verändere ich die. Ich verändere das, was ich kann. So. Und ich habe mich neulich nämlich darüber aufgeregt und gejammert. Über die ganzen Leute, die ständig am Jammern sind. Und habe gemerkt, wie mich das runterzieht. Habe aber die Situation nicht verlassen. Das ist das, was ich ändern konnte, was ich ändern wollte. Das habe ich dann auch gemacht. Beziehungsweise ich sage das dann einfach. Rate ich euch immer. Weil es ist ja schon gerade zu einem Sport geworden, dass viele sich irgendwie über ihre Krankheitsgeschichten austauschen. Also da einfach nur so ein Jammerwettbewerb, so, wer hat die tollsten, größten Krankheiten, so, sehe ich viel in der Gesellschaft oder, weiß nicht, bei irgendwelchen Menschen, denen ich im Alltag begegne, ist wirklich oft so, dass die Leute sich darüber unterhalten, oh ja, nee, und dann habe ich das ausprobiert und die Chemo und das ist ja schon, ja, hat man was zu unterhalten. Aber ich mittlerweile, wenn ich mit solchen Leuten in Kontakt bin und wenn mir irgendjemand was von seinen Krankheiten erzählt, gerade weil ich einfach die ganzen Hintergründe kenne und weiß auch, dass es demjenigen gar nichts bringt, wenn ich ihm bei seinem Gejammer zuhöre. Damit helfe ich ihm keinen Schritt weiter. Es mag für manche jetzt etwas bosartig auf den ersten Blick erscheinen, aber ganz im Gegenteil, weil ich den anderen da nicht unterstützen möchte in seiner Negativität, in seinem Gejammer. Deswegen sage ich dann klipp und klar, hey, sorry, oh, mich interessiert das nicht, deine ganze Krankheitsgeschichte da. Und ändere doch was.
Oder ich sag dann, ja, hab leider keine Zeit und geh aus solchen Situationen, wenn da ständig gejammert wird. Außer wenn derjenige nach Lösungen sucht, wirklich. Aber das merkt man ganz schnell. Ob das nur ein Gejammer ist und ein Ausheulen oder ein Problem im Kreiswälzen ist oder ob da wirklich jemand an Lösungen interessiert sind, dann fragt er einen auch, dann erzählt er nicht nur. Ja. Und dann helfe ich jedem gerne, wer da offen ist. Genau. Aber wenn es zu viel gejammert wird, dann höre ich mir das nicht mehr an. Das brauche ich nicht mehr und das hilft, wie gesagt, keinem weiter. Und deswegen habe ich ja gelernt und möchte es immer mehr umsetzen, so die Situation auch zu verlassen dann immer und es einfach zu äußern, zu sagen, ey, lass uns doch irgendwo irgendwas Schönes reden, lass uns doch irgendwas machen. Weil das Jammern bringt nichts. Mach lieber mal Sport, geh mal an die frische Luft, jeden Tag und stell mal deine Ernährung um und dann kommen wir in einem Monat wieder. Mehr brauchst du nicht machen. Wenn du Fragen dazu hast, dann komm wieder. So ist alles. Und dazu mag ich euch auch ermuntern. Auch gerade bei Familie, da fällt man dann oft in diese Muster rein, dazu zu hören, aber es bringt deinen Eltern nichts, es bringt deinen Geschwistern oder Verwandten nichts, wenn du dir das Gejammer von denen anhörst. Also sei so gut und sag es denen. Genau. Verlass die Situation ganz freundlich und nett. Oder frag, ob du was anderes machen kannst. Genau. Aber sag, du bist nicht hier, um deine Zeit mit Gejammer zu verbringen, mit Problemen wälzen. Ohne was zu tun. Genau. Das wollte ich heute mal loswerden. Ich hoffe, dem einen oder anderen wird dadurch was klar. Also, wenn ihr merkt, euch stört was, Situation verlassen, akzeptieren, also nicht jammern, oder verändern. Verlassen, verändern, akzeptieren. Das sind die drei Möglichkeiten, wenn ihr euch das nächste Mal über was aufregt. Denkt dran, zack, wenn ihr euch aufregt, wenn ihr jammert, drei Möglichkeiten: verlassen, verändern, akzeptieren. Das war's. Macht's gut, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal.